Okay, Frau ist lebende Garnelen. Ich habe ein bisschen Angst, es ist halt ein anderer Kulturkreis. Aber da müssen wir jetzt durch. Was ich da auch immer nicht verstehe, das ist ja nun mal deren Kultur. Und zur Kultur gehört, wie ich das sehe, leider auch ein bisschen, wie sagt man, respektlos mit lebenden Tieren umzugehen. Da verstehe ich nicht, warum sie sich davor so ekelt, wenn sie die doch auch isst. Aber ist bei Deutschen, glaube ich, auch so, oder? Wenn die ihr Essen, bei deutschen Fleischfressern jetzt, wenn die ihr Essen dann sehen, ist wieder eine, lebendig sehen, ist eine andere Sache. Aber jemand, der zum Beispiel Schnecken isst, ist ja in Deutschland auch teilweise verbreitet. Wer Schnecken isst, findet der auch lebende Schnecken eklig? Weiß ich nicht, ich esse ihn. Die finde ich richtig eklig, Schnecken. Krustentiere esse ich auch. Ist natürlich sehr unwürdig und ich glaube, jeder, der in der Kochausbildung so mit Schrimps umgehen würde, wird eine Ansage kriegen. Austern werden auch lebendig gegessen. Ich weiß nicht. Könnte man, glaube ich, auf eine Stelle stellen, auf eine Stufe stellen, ne? Auch wirbellose Tiere. Schmerzempfinden bei Garnelen, Wirbellosen allgemein. Die haben halt kein Gehirn, die haben so Nervenknoten. Die sind auch alle schon mehr tot als lebendig, wenn man sich die da in der Schüssel ansieht. Da bewegt sich ja eigentlich nichts mehr. Ein bisschen noch. Mit dem Panzer.확실히 회로 먹으니까 되게 싱싱하다. Ist schon schwierig. So esse ich sie auch. Hab zufällig heute wieder, das mache ich ab und zu mal, Pasta mit Shrimps gegessen. Ganz einfache Sahnesoße. Garnelen anbraten. Kurz, ganz kurz anbraten. Bisschen Tomatenmark, Sahne, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Chili.
Die Geräusche dabei auch immer. Die Geräusche finde ich noch am schlimmsten da jetzt eigentlich. Ich weiß, die hat noch viel schlimmere Dinger. Werde ich mir auch noch angucken. Nicht so, Ja, die war eitragend. Das war ein Weibchen. Das hat man mitunter. so ist er dann zu Auto. Auch wenn man die hier im Laden TK Das ist kauft. schon. Manchmal haben die Weibchen noch Eier. Ja, Die tragen sie immer der unterm Junge, Rock, sagt man bei der Garnelen. Hase, sieht sie aber auch gerne. Unterm Panzer auf der Bauchseite tragen die Weibchen ihre Eier und im Meer befächern sie die mit den Beinen immer, damit die Eier umspült werden und Sauerstoff bekommen, bis irgendwann die Babys dann schlüpfen.참상해왔다. 이번엔 튀긴 보리새우를 먹어볼게요. 예뻐요. Der Panzer, Alter, das kannst du nicht machen. Na gut, hier ist die Garnelen mit Schale, da sind ja auch angeblich die meisten Vitamine immer drin. Kann der Körper überhaupt diesen harten Chitinpanzer verdauen, ey? Ja, das muss man lange kauen, das glaube ich auch.내가 티비치는 진짜 잘 들었다. 뼈 소리 진짜 장난 아닌데? 엄청 딱딱해. Deswegen, ich komme halt aus so einer, aus dem Norden hier, deswegen, da bin ich, den Kram bin ich schon gewohnt. Ich glaube, das ist noch so für mich so das am einfachsten zu ertragende Video eigentlich. Klar kann man darüber streiten am Anfang, wie sie mit den Tieren da umgegangen ist. Wie gesagt, ein bisschen kochaffin bin ich auch. Ich habe auch mal kurzzeitig, war ich auch mal in der Profi-Gastronomie, aber echt nur. Hat mir aus verschiedenen Gründen nicht gefallen, aber also an der Kochleidenschaft hat es nicht gelegen. Da bin ich echt für und da lernt man halt auch so Sachen wie respektvoller Umgang mit Lebensmitteln generell. Und das war halt alles andere als ein respektvoller Umgang.
있을까? 꼬리가 쏙 Geht das jetzt so lange weiter, bis das Tablett leer ist oder was? Nee. Kommt da noch irgendwas Cooles? Ich weiß nicht. Jetzt ist sie die ganze Zeit nur. Na gut, den Schockmoment hatten wir jetzt, glaube ich. Obwohl hier vielleicht nochmal. Was macht sie da? Ich glaube, spannender wird es jetzt nicht mehr. Naja, so viel zum Thema Essgewohnheiten anderer Menschen. Fand ich jetzt nicht so schockierend. Also das ging. Ich glaube aber auch, das ist von ihr jetzt das harmloseste, was es an Leben im Gedöns gibt. Gucke ich mir demnächst nochmal an. Bisschen Abwechslung reinbringen. Bis dann, liebe Leute.